Weiter geht es hier bei Sherlock Holmes, der NRW bei 18 wieder hier. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Schön, dass euch auch die Neugierde und die Begeisterung so gepackt hat, wie sie mich gepackt haben. Wir haben in der letzten Folge, ich quatsch mal ein bisschen, während die beiden Herrschaften sich immer wieder stundenlang umziehen, anziehen, wegziehen. In der letzten Folge, wie gesagt, mit Lady Lockridge gesprochen und haben jetzt ihr Stück hier ein bisschen besser abgestimmt. Mit Lord Lawton haben wir gesprochen und ja, er wird wahrscheinlich erpresst. Hat wohl auch wohl irgendwas mit einer Prostituierten gehabt. Oh, so aufregende Sachen passieren hier gerade. Und das alles müssen wir jetzt so ein bisschen unter einen Hut bringen und dann die passenden Striche ziehen, dass alles dann wie ein Bild sich zusammenfügt. Ich bin jetzt erstmal neugierig, ob wir der guten Lady was zeigen können. Hör auf zu spielen, sonst nehme ich dir die Geige weg. So, ich und meine Violine haben da mal was gemacht. Lady Cordelia, ich habe möglicherweise entdeckt, wo Paganini seinen Fehler gemacht hat. Wirklich? Ich wusste es. Zeigen Sie es mir. Ich muss seinen dummen Irrtum kennen. Die Etüde erfordert eine sehr unorthodoxe Fingerhaltung. Sehr bizarr, höchst exzentrisch. Sie widerspricht jeder Konvention, die eine Meisterin wie ihr vernünftigerweise kennen kann. Zeigen Sie es mir. Ja, Moment. Hä? Ah, komm hier. Zeige ich dir jetzt. Darf ich? Gib her, das Ding. Hört sich eine Geige und eine Violine so ähnlich an? Ah, ich weiß ja nicht. Der Transkriptor ist ein Idiot und ein Sadist. Ich habe Lawton mindestens ein Dutzend Mal gesagt, dass es falsch sein muss. Ich könnte ihn würgen. Vielen Dank, Mr. Holmes, dass Sie mir seinen Fehler gezeigt haben. Okay, was machst du jetzt für mich? Ah. Würden Sie mir jetzt erklären, warum Lord Lawton so abgeneigt war, mit mir zu sprechen? Vorsicht, Mr. Holmes. Einfache Vorsicht. Lord Lawton wird an einer sehr kurzen Leine gehalten. Die Vermächtnisse, finanziellen Verpflichtungen und gerichtlichen Verfügungen aus seiner Vergangenheit lauern mir an jeder Straßenecke auf. Er muss sich aus allen unziemlichen Verstrickungen heraushalten oder er gefährdet seine Heirat mit mir. Vielleicht sieht er sie als Bedrohung seiner Aussichten an. Aber wir wollen ihm nichts Schlechtes. Das mag sein. Doch die Straße in den Untergang ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Sie sind der personifizierte Ärger, Mr. Holmes. Der Ärger folgt Ihnen, ernährt sich von Ihren Handlungen und er bleibt immer zurück in Ihrer Bugwelle. Jetzt muss ich üben. Sie finden sich ja selbst hinaus. Alte Zimtzicke. Was können Sie mir über Lord Lawtons Butler sagen, über diesen Jenkins? Also zunächst mal ist er viel zu frech. Lord Lawton erlaubt ihm sogar Billard zu spielen. Meine Güte. Ein Patentrezept, wie man Dienstboten dazu animiert, sich für was Besseres zu halten. Vielleicht macht den beiden das Spielen Spaß. Unsinn. Das ist eine ungesunde Leidenschaft. Ich habe Jenkins gesagt, dass sein Benehmen unziemlich ist. Aber er widersetzt sich mir. Wenn wir die Haushalte zusammenlegen, wird er sich eine neue Anstellung suchen dürfen. Ohne Referenzen. Danke, meine Lady. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich mit dem Wissen anfangen soll, aber besuchen wir vielleicht nochmal Lord Lawton und Jenkins. Du, ich hab da was gehört. Ist Lord Lawton da, Jenkins? Er ist nicht zu Hause. Ich habe genug von diesem Nicht-zu-Hause-Geschwafel. Hol sie ihn jetzt. Ehrlich, Mr. Holmes, er hat seinen kleinen Gladstone-Koffer mitgenommen. Ist er diesmal wirklich in Schwierigkeiten? Ein Mann wie Lawton schleppt Schwierigkeiten immer mit sich rum. Das ist so wie seine tätowierte Rose. Normalerweise nicht sichtbar, knapp unter der Oberfläche, aber immer da. Okay. Haben Sie sich noch an irgendetwas Interessantes erinnern können, Jenkins? Nichts Handfestes, Mr. Holmes. Meine Nerven sind sehr angegriffen. Das ist alles? Och nö. Da vielleicht noch was? Hm.
Na, Fotografien, ne. Tja. Wo fassen wir jetzt den nächsten Faden, der uns weiterbringt, der einen weiteren Knoten entknotet? Oh, er ist immer noch nicht da gewesen. Ach, Watson, wieso müssen wir immer auf dich warten? Okay. Da war nix. Ramsay, was haben wir hier? Du hast nichts. Ich frage mich mal, warum wir den hier immer noch als Hotspot haben, Herrgott. Was ist bei dir jetzt Neues passiert? Nichts. Super. Oh Mann, ey. Auch, dass ich hier so viele Sachen anklicken kann, das ist mir ein Schleier. Hier auch die Klavierrollen. Da denke ich immer, dass das irgendwas mit mir zu tun hat, dass wir auch irgendwas... Wieso steht da jetzt Spiele? Oh Leute, ich breche ins Essen. Ganz ehrlich, warum haben wir das nicht von Anfang an da gehabt? Und das hasse ich wirklich bei diesem Spiel. Warum haben wir das nicht von Anfang an gehabt, dass wir unten die Pedale spielen können? Warum? Das hört sich kaputt an. Das Piano gibt einen gedämpften und dissonanten Klang von sich. Vielleicht hat ein skrupelloser Händler Lloyd Jones ein defektes Instrument verkauft. Hä? Öffnen? Oh, da ist ein Fach. Eine kleine Zigarrenkiste behindert gleich mehrere der Klavierhämmer. Ein zusammengebundenes Banknotenpaket ist mit einem Gummiband an der Kiste befestigt. Was ist denn das? Ja, kein Wunder, dass das Ding hier kaputt war. So, jetzt funktioniert's wieder. Und er sitzt da und sagt überhaupt nichts. Hä? Banknoten. Oh. Dran hören. Das Aroma bestätigt, dass sie erst vor kurzem aus ostindischen Tabaken gerollt wurden und wahrscheinlich für den Geruch verantwortlich ist, der in dem Zimmer hängt. Das hat Holmes direkt gesagt, als wir hier reingekommen sind. Obwohl die großen Geldscheine als Druckdatum das Jahr 1874 aufweisen, sind sie niemals in einem Portemonnaie oder einer Brieftasche gefaltet worden. An der Gravur ist irgendwas störend Vertrautes. Okay. Konfisziere? Was? Wir sind da gar kein Polizist? Das dürfen wir doch gar nicht. Okay. Ja, anscheinend doch. Okay, mein lieber David, was sagst du dazu? Ich hab da was gefunden. Was ist das für Geld in dem Klavier? Die Ersparnisse meiner Schwester. Sie vertraut den Banken nicht. Alles in neuen Scheinen? Das bezweifle ich stark. Es dürfte Sie nicht sehr überraschen, dass mir das vollkommen egal ist. Und die Zigarren? Muss ein Besucher hier vergessen haben. Ihren eigenen Worten zufolge hatten Sie keine Besucher. Dieses Bündel Fünfer ist mehr als genug, um Sie zu ruinieren. Das wäre ein schwacher Sieg, aber Sie versuchen mehr zu greifen, als Sie halten können. Sie wollen aus Ihren Beobachtungen mehr ableiten, als Sie beweisen können. Falsch. Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie haben dem Bombenleger das Rezept verraten. Die Zigarren sind von ihm, mit seinem Geld haben Sie das Klavier bezahlt und diese Fünfer stammen von ihm. Ich habe es nicht auf Sie abgesehen, aber ich werde nicht zögern, Ihnen und Ihrer Schwester die Polizei auf den Hals zu hetzen. Ich werde diejenigen bestrafen, die versucht haben, meinen Bruder umzubringen. Ich glaube Ihnen, Holmes. Und ich fürchte Sie. Ich hatte gleich den Verdacht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Jetzt weiß ich es sicher. Jetzt muss ich dafür bezahlen. Ach, Holmes ist so herrlich. Wow. Dann pack mal aus. Wem haben Sie das Rezept für die Bombe verkauft? Ein Mann namens Vincent sagte, er brauche das Rezept für eine vertrauliche Angelegenheit. Er behauptete, er sei ein Bergbauingenieur. Haben Sie ihm geglaubt? Ich habe das Klavier von dem Geld gekauft, das er mir für meine Leichtgläubigkeit bezahlt hat. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel. Er hatte eine gebildete Aussprache, jung und mit einem schwachen Akzent.
Ein fester Händedruck, ein schwacher Geruch, nicht nach Tabak, sondern erdig, süß und sauer zugleich. Er war ernst, intelligent und er hatte es eilig, aber er war kein Ingenieur. Hat er jemals den Diogenes-Club erwähnt? Nein, ich hoffe, ich hätte Nein gesagt, wenn er mir seinen Plan verraten hätte, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe nur eine Gelegenheit gesehen, etwas Geld für meine Schwester zurückzulegen und ich habe sie ergriffen. Warum muss ich jetzt gerade an den Lebensmittelmarkt im Spitalfields denken? Diesen Vincent, Sie haben ihn nur dieses eine Mal gesehen? Zweimal. Vor ein paar Tagen sollte ich für ihn einen Sprengstoff beurteilen, der angeblich zum Verkauf stand. Das meiste davon war zu hoch für mich, aber ich konnte zumindest erkennen, dass die Formel etwas mit ungeheurer Sprengkraft beschrieb. Sagte ihm, er solle sich an Duau wenden, aber darüber hat er nur gelacht. Er sagte, ich solle Stillschweigen bewahren. Und Sie haben Verdacht geschöpft? Klar, das war Beweis genug, falls ich einen brauchte, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zuging. Er bezahlte für Schweigen ebenso viel wie für Informationen. Ohne sie hätte er beides für 200 Pfund und eine Schachtel Zigarren bekommen. Ei. Ich würde dieses Geld gerne einem Experten zeigen. Sie haben vielleicht sowohl mehr als auch weniger bekommen, als Sie dachten. Nicht echt? Habe ich mich auch schon mal gefragt. Man sollte annehmen, so kurz vor dem Ende hätte ich wenigstens gelernt, dass man im Leben nichts umsonst bekommt. Die Zigarren sind zumindest echt, glaube ich. Was habe ich von Ihnen zu erwarten, Holmes? Sie haben einen Fehler gemacht, Lloyd Jones. Bitte machen Sie nicht noch einen. Wenn er nochmal zu Ihnen kommt, sagen Sie mir Bescheid. Ich lasse Ihnen meine Karte da. Ich bin Ihnen dankbar. Um meiner Schwester willen danke ich Ihnen. Ich wollte nicht im Gefängnis sterben. Okay, mein Lieber, dann hast du auf jeden Fall ausgepackt. Du hast auf jeden Fall schon mal ein kleines Plus verdient. Die Sache ist ja die, das... Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Nein. Die Sache hier im Spitalfield. Fields. Da. Aber heißt der Vincent? Von Hotbury Street zwischen Whitechapel und... Benton Green kann man jede Art von Elend beobachten. Spitalfields ist der befürchteste Nährboden der zivilisierten Welt für grässliche Seuchen und ebenso schreckliche Geschehnisse. Okay. Ja. Warte mal, der Typ da in dem, der hieß nicht Vincent, oder? Das nervt mich auch. Warum müssen wir jetzt hier warten, bis Watson sich hier bequemt? Das Spiel kann noch mehr als zwei Figuren gehen lassen, Herrgott. Wir probieren es trotzdem mal. Ich glaube nicht, dass wir ihn hier... Nee, das war Toadman, genau. Wie hieß der mit Vornamen? Naja, auf jeden Fall. Naja, okay. Nein. Tür verlassen. Er war es nicht. Also vielleicht doch die zwei Typen da im Lebensmittelladen. Mrs. Ratchet ist in den besten Jahren. Sieht gut aus. Sie kneift die Augen etwas zusammen. Hilft das? Das ist nicht allzu viel. Wenn Sie aus der Gegend sind, könnten Sie es mal beim Kaufmann in der Ecke versuchen. Rede, Holmes. Lass dich jetzt nicht allen nullen, sondern rede mit ihr. Oh, Watson. Suchst du mal was an? Ruhe. Quatsch mich nicht. Nein. Gut, dann vielleicht tatsächlich hier im Lebensmittelladen. Aua! Inhaber. Da steht nämlich nur Inhaber. Steht da irgendwas? Ersäuber? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, der hat irgendwie vielleicht so ein Namensschild oder so. Hahaha! Mrs. Ratchet wohnt hier in der Gegend. Ich habe gehört, Sie wüssten vielleicht, wo genau. Kennen Sie sie? Was wollen Sie von ihr? Ich versichere Ihnen, ich will ihr nichts Böses. Das sagen die Bullen immer. Und das Nächste, was man dann mitbekommt, ist das Zuschlagen der Tür einer gemütlichen Zelle in Pentonville. Ich bin nicht von der Polizei. Mrs. Ratchet arbeitet im Büro meines Bruders. Hat wohl ein paar Kröten aus der Teekasse gemobst. Was? Ein Kapitalverbrechen. Hören Sie mir doch auf. Nein. Jetzt gib mir doch einfach den Namen, Herrgott. Was hat die Polizei getan, dass Sie sie so hassen? Die denken doch, arm sein ist ein Beweis, dass du was ausgefressen hast. Die haben doch bestimmt einen etwas differenzierteren Rechtsbegriff.
Als die den Ripper gesucht haben, war denen doch scheißegal, auf wem sie rumgetrampelt haben. Und wozu? Eine Riesenshow. Kam nix bei raus. Jeder weiß doch, dass einer von den Besseren die Mädels alle gemacht hat. Wie gesagt, ich gehöre nicht zur Polizei. Könnten sie aber sein. Sie sind nicht von hier. Keiner von uns. Und jetzt weg mit ihnen. Sie sind keinen Schuss Pulver wert. Hauen sie am besten ab aus der Gegend. Oh, weißt du, beim Ripper war ich dabei, du Schnösel. Das zeige ich ihm besser nicht. Komm hier, ich gebe dir Schokolade. Nee, doch nicht. Kann ich mir es jetzt angucken? Schau. Nee, auch wieder nicht. Hä? Na, egal. Das ist doch zum Mäusemelken hier. Der Wachposten kann mir nicht... Doch, vielleicht. Alle Informationen über die Ratches wären hilfreich. Ich kann warten. Wer kann schon Gedanken lesen? Arthur hat kein Wort mehr gesprochen, seit er mit angesehen hat, wie seine Mutter dem Schwein, das ihn gezeugt hat, die Kehle aufgeschlitzt hat. Ups. Okay. Oh Mann, ey. Lohnt es sich? Lohnt es? Ne. Ach, so eine Kacke. Geh doch mal raus. Ach so, Ausgang. Ich muss nur hinklicken. So, mein Lieber. Deine Information war zwar hilfreich, aber ich weiß immer noch nichts. Hm. Ah, diese Mrs. Ratchet, ne? Sie ist vielleicht tatsächlich nur ein Geist. So, wir haben... Lasst mich überlegen. Wer könnte denn jetzt Fachmann für Geld sein? Wen habe ich denn hier? Er vielleicht? Er hat doch überall sein... Nee, doch nicht. Er nicht. Irgendwie ist die Farbe hier so komisch von den Dialogboxen. Heller irgendwie. Er vielleicht? Er macht schön, ja Sie zu sehen. Was mit Fotograf... Ja, erstmal Mädchen, Katze streicheln. Streichel. Und das ist auch sowas, dass er jetzt hier erstmal 5 Minuten nicht ansprechbar ist. Oh, wie mein Anton. Hm. Na? Oh, herrlich. Der Katzenschmus-Simulator. So, jetzt komm hier. Nein, Tasche. Nee. Okay. Also er ist doch kein Experte. Er ist vielleicht beschäftigt. Nein, er ist auch kein Experte. Moment, Ramsay vielleicht? Wo ist er? Da. Na? Ja. Ich brauche Ihre Expertise, Stitch. Sind diese Banknoten Ihr Werk? Ihr Werk? Druckt er die etwa? Ein unbestechlicher Blick, Mr. Holmes. Ich war einst der stolze Besitzer und Hersteller dieser Schönheiten. Wie sind Sie dazu gekommen? Ein Bekannter in Walworth hat sie kürzlich als Bezahlung für seine Dienste erhalten. Er sollte vorsichtig sein und Sie auch. Sie bewegen sich in gefährlichen Kreisen. Verbrecher mit sehr langem Arm. Wie das? Die Polizei hat die meisten meiner Werke in einem Lagerhaus in Aldgate beschlagnahmt. Und sie waren Zeuge, dass meine Druckplatten zerstört worden sind. Die einzigen Möglichkeiten, wo diese Scheine herstammen könnten, ist entweder vom Yard oder vom ursprünglichen Auftraggeber. Der, soweit ich mich erinnere, nie identifiziert werden konnte. Ich habe ihn nie gesehen. Ein Lakai namens Cripp hatte mich angeheuert. Er hatte panische Angst vor seinem Boss. Da das Finanzielle stimmte, habe ich keine Fragen gestellt. Und ich bin froh darüber. Cripp ist in der Haft ermordet worden. Der Name seines Mörders ist noch immer ein Geheimnis. Stimmt, Ramsay war ja früher nicht so ein ehrlicher Bürger. Wir wissen, wir erinnern uns. Okay, will ich jetzt nochmal zu Lloyd Jones und ihm das erzählen? Hä? Was ist denn jetzt hier passiert? Wo ist er? Guten Tag. Ist der etwa gestorben? Er ist in den Chor der Engel aufgenommen worden, Mr. Holmes. Oh nein. Ich muss nun alleine durch dieses Tal der Tränen wandeln. Meine Verzweiflung ist unbeschreiblich. Dürfen wir Ihnen unser Beileid zu Ihrem tragischen Verlust aussprechen? Vielleicht könnten Sie ihr gleich das Geld zurückzahlen, das Ihnen Lloyd Jones geliehen hat. Ach ja, stimmt.
Wenn Sie es nicht für unschicklich halten, dass wir in einem solchen Moment über Geld reden, Miss, würde ich Ihnen gerne die 10 Pfund zurückgeben, die Ihr Bruder mir geliehen hat. Er sagte ausdrücklich, ich solle sie Ihnen geben, wenn er nicht mehr da sei. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass er ein Heiliger war, Mr. Holmes. Oh, das tut mir jetzt echt leid für Sie. Wann haben Sie das Klavier gekauft, Miss? Wenn Sie das etwas angeht, David hat es mir gekauft. So extravagant. Er hatte ein extra Honorar verdient, hatte irgendwelche Pläne überprüft oder so und dann hat er alles für mich ausgegeben. Typisch. Tja, was Liebe doch so ausmacht. Kann ich ihr vielleicht noch irgendwas zeigen? Die Schokolade geben. Warte mal, vielleicht, nee, und vielleicht das Verbrecherfoto? Nein, das Verbrecherfoto. Nee. Gut. Oder weniger gut. Wie dem auch sei. Freunde, wir sind, denke ich mal, wieder mal am Ende einer Folge angekommen. Sie könnte uns im Moment gar keine Informationen geben, selbst wenn sie welche haben sollte. Und ich vermute, sie besitzt gar keine. Haben Sie hier soweit alles untersucht? Ja, dieses Zimmer wird uns nichts weiter verraten. Danke, genau solche Informationen bringen mich echt weiter, weil dann weiß ich, dass aber der Hotspot bleibt, dass ich nichts übersehen habe. So, und jetzt die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Ihr Lieben dort draußen, der Juwelier ist immer noch eingesperrt. Ah, herrlich. Sollte da nicht jemand mit dem Schlüssel kommen? Ach nee, ich wollte mit dem reden. Jetzt können Sie machen, was Sie wollen. 40 Mal Sesam. Ja, ja. Angestellter da. Nein, kann ich dem... Nein. Gut, dann wieder hinaus und ja, passend zum Ende der Folge weiß ich auch mal wieder jetzt nicht weiter, wo wir jetzt vielleicht Erfolg haben könnten. Da nicht, da auch nicht, da auch nicht. Wenn alle Stricke reißen, gehen wir einfach wieder zurück in die Baker Street. Wiggy, wiggy, wiggy. Nein. Jonas. Joni, Joni Jones. Indiana Jones. Ja. Gut, dann hier an Ort und Stelle ist Feierabend. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Sherlock Holmes und die tätowierte Rose. Macht es gut, bleibt neugierig. Schönen Tag euch noch. NRW bei 18. Adieu.